Mal schnell zu den Beziehungen. Bei der gleichförmigen Kreisbewegung, auch ruhig bei der beschleunigten Kreisbewegung, ganz egal bei der Kreisbewegung, die Bahngeschwindigkeit, die Beschleunigung, also die Radialbeschleunigung und die Radialkraft, wie hängen die miteinander zusammen und weshalb gibt es da so viele Formeln? Ähm, Leute, guckt auf die Links, da gehe ich immer wieder drauf ein, das Video wartet hier, ihr verpasst nichts. Wir hatten ja gesagt, die Bahngeschwindigkeit ist Omega, die Winkelgeschwindigkeit mal R. Wenn ich das quadriere, ergibt sich ganz einfach, V-Bahn hoch 2 ne, quadriert, ist gleich den ganzen Ausdruck ins Quadrat. Ich könnte auch sagen, V-Bahn, na komm her, V-Bahn Quadrat ist genauso wie Omega Quadrat mal R Quadrat. Ne, das ist das gleiche. Gut, bis dahin nichts Besonderes. Wenn ich jetzt aber sage, äh, wieso kommt diese Formel zustande? Äh, die Radialbeschleunigung ist Omega Quadrat mal R. Na ganz einfach, ich habe das hier in diese Formel hier eingesetzt, also praktisch v Bahn Quadrat habe ich ersetzt durch diesen Ausdruck hier. Dann ergibt sich logischerweise das, dass ich stattdessen schreibe omega Quadrat mal r Quadrat. Das war das, blaue hier. Und dann sage ich, okay, ich muss ja noch hier durch r teilen. Also letzten Endes kürze ich dann hier ein r raus, bleibt ein 1 und hier bleibt ein r übrig. Also Omega Quadrat mal r. Daher kommt das genauso, was die Radialkraft angeht. Radialkraft sagt man ja F ist m mal a beziehungsweise F radial ist Masse mal Kreisbeschleunigung, Radialbeschleunigung. Also kann ich auch sagen, wenn ich a r ersetze durch Omega Quadrat mal r, dann kommt dieser Ausdruck hin. Das m das bleibt hier, das ist das m und der Rest hier, das hier, das kommt hiervon. Gut, ich denke mal, das reicht dazu, ähm, müssen wir uns jetzt nicht lange darüber unterhalten. Das brauchen wir für aller, allerlei Zeug, sogar für kosmische Sachen, also kosmische Geschwindigkeiten und Co. Also überall, wo Mechanik, also auch Himmelsmechanik drankommt, brauchen wir solche Formeln und müssen damit umgehen können. Gut, ich hoffe, es hat geholfen. Bis später dann. Tschüss, tschüss.